1350. Letzte Nacht erschien mir Michael in meinem Unterschlupf unter der Temple Church und trug mir auf, mich auf einen Kampf vorzubereiten. Das Land muss gerettet werden. Der Tod ist überall. Der schwarze Tod. Eine Epidemie, die der Teufel selbst geschickt hat, um die Sterblichen auf der ganzen Welt zu bestrafen. Doch ich bin gewappnet. Im Namen Goffes werde ich über die Feinde der Menschheit vernichten. England wird obsiegen. Also, die Feinde von England ist aber nicht die Epidemie oder was? Also, übertreib mal nicht so. Also, vor allem dieses ganze religiöse Zeug, bla. Wenn der wüsste, wem er wirklich dient, offenbar ist mir jetzt nicht klar gewesen. Lustig. 1569. Mein Kampf gegen den Teufel tobt nun seit beinahe 20 Jahren. Och, ach du Kacke. Und sein Ausgang ist ungewiss. Von Zeit zu Zeit bricht die Pest, der schwarze Tod, in einem Dorf oder einer Stadt wieder aus, und jedes Mal strömen diese bösen Diener der Hölle herbei, um sich am Leid der Sterblichen zu laben. Vampire. Ist er kein Vampir? Entsetzliche Kreaturen. Ich lasse nicht zu, dass dieses Land zusammenbricht. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich England dienen und beschützen. Ist das etwa, dass wir jetzt hier, wie ist er noch gleich, der Marshall-Heini, aber das bin ich mir nicht mehr sicher. Heute Nacht stieß ich dem kleinen Dorf Hoddesdon auf die erlesenste Seele seit langer Zeit. Sie sang für die Toten, sang für jene, die sie gekannt und geliebt hatte. Dahingerafft vom neuesten Ausbruch der Pest, ohne um ihr eigenes Leben... Was zum... Ich hab nichts berührt! Mann! Ohne um ihr eigenes Leben zu fürchten. Ihre Stimme rührte mich an, also entschied ich, sie leben zu lassen. Leben zu lassen? Weil sie infiziert ist sonst, oder was meinst du? Weil als Vampir, klar, aber als Nicht-Vampir? Als Lohn für ihre Tugend und äußerst gottesfürchtige Haltung bot ich... Müsste ich stehen, aber das tut's nicht, bot ich ihr das ewige Leben an. Ihr Name ist Elizabeth Englewood. Also nicht Ashbury, aber Elizabeth zumindest. Ich bin nicht mehr allein. Zusammen werden wir in den kommenden Äonen Goff in all seiner Herrlichkeit preisen. Okay, aber es ist bestimmt unsere Elizabeth, oder? Dann ist die also knappe 400 Jahre alt. Oha. Faszinierend. Damit aber älter als Lord Redgrave. Ne? Der ist ja knappe 200 Jahre alt. Oder das heißt, seine Frau ist etwa 200 Jahre alt. Er selbst könnte vielleicht noch ein bisschen älter sein. Ich weiß ja nicht genau. 1618. Mir bricht es das Herz. Meine Seele blutet. Heute Nacht hat mich meine geliebte Elisabeth verlassen. Ich habe sie alles gelehrt, was ich wusste. Alles, was sie wissen musste. Nun muss sie ihren eigenen Weg durch die Zeitalter beschreiten. So lautet ihr Wunsch, und diesen werde ich achten. Elizabeth Englewood, meine liebe Tochter... Hä? Ach, Tochter im Sinne von, er ist der Erschaffer oder was, weil... Oder war es jetzt gar nicht gedacht als Liebesdingens, sondern... Egal. Meine liebe Tochter ist fort, denn ab sofort will sie Elizabeth Blackwood genannt werden. Okay, noch was anderes. Aber ist Elizabeth Blackwood dann Lady Ashbury? Weil den Gedanken habe ich auch schon mittendrin gehabt, aber nur weil ich es verwechselt habe tatsächlich, Lady Ashbury mit Blackwood, aber... Aha. Egal. Ich habe ihr etwas versprochen. Sollte sie je nach Hoddesdon zurückkehren, wird sie mich dort finden. Als Inhaber des Bull Inn, das ihren Eltern gehörte, ja, sie starben. Jetzt, da das schwarze Tod besiegt ist, wird auch William Marshall von Zeit zu Zeit verschwinden. Er spricht von William Marshall in der dritten Person, was nicht heißt, dass er es nicht ist, der Autor dieser Zeilen, aber... Bis wir uns wiedersehen, werde ich als William Thorne auf die Rückkehr meines Engels warten. Okay, alles klar. Er ist es doch. Aber dann ist er doch auch ein Vampir und... Wie spricht sie irgendwie mit dem... Ich weiß auch nicht genau. Oder er mag Vampire generell nicht und sieht sich selbst als was Besseres. Keine Ahnung. Oder er meint einfach nur die niederen Vampire. Und Eckons ist für ihn kein Brief, der als Vampir durchgeht. Das ist auch eine Möglichkeit. Oh Mann, ey. Oh, das ist so viel Text. Wahnsinn. 1665. Der Teufel ist wieder am Werk. Die Pest ist wieder... Oh Leute, was soll denn das? Die Pest ist wieder da und rafft in London Tausende dahin. Ich muss das Bull Inn verkaufen, um mich dorthin zu begeben. Wieder einmal wird William Marshall das Land beschützen. Guter Mann. Sehr guter, gehasster, also von vielen gehasster, böser Mann.
1666. Was habe ich getan? Ich habe mich vom Teufel anstecken lassen. Gott, vergib mir. Die entsetzliche Kreatur, die ich besiegen musste, war ein Dämon aus der Hölle selbst, eine fleischgewordene Abscheulichkeit und Apokalypse. Ich musste das furchtbare Wesen in das St. Paul's Cathedral einsperren und das Gebäude in Brand setzen. Ohne Michaels Rat hätte ich meinen Feind wahrscheinlich nicht besiegen können. Die Flammen reinigten die Stadt vom Dämon, aber die Hälfte Londons brannte nieder. Seither träumte ich von einer roten Flut, von Blutvergießen und Zorn. Es ist, als ob das Desaster mein Blut, ja, sogar meine Seele verdorben hätte. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten fürchte ich mich, ich werde in meinem Unterschlupf zurückkriechen und zu Gott und Gnade für meine erkrankte Seele beten. Hä, jetzt sehe ich gar nicht mehr durch. Klingt so, als wenn er jetzt erst zum Vampir geworden wäre, aber der gute Blutfürst, mein Erschaffer, hat selbst gesagt, er hat auch William Marshall erschaffen. Das heißt, dieser vermeintliche Engel Michael ist eben unser toller Gottvater, der aber eben kein Engel ist, sondern der Blutgeist und Diener der Königin, die er jetzt besiegt hat, wovor ich dachte, dass er die vorher schon besiegt hat, oben weiter im Text. Und entsprechend ist er halt auch ein Vampir und keine Ahnung, es ist gerade alles ein bisschen merkwürdig. 1667. Elizabeth war bei mir. Sie sagte, sie hätte meine Pein gespürt und mich retten wollen. Meine arme Tochter, geblendet von Zorn und vergiftet vom Blut des Hasses, biss ich sie. Sie ergriff die Flucht, schockiert von meinem Verrat. Ich lachte und weinte, während ich mich verfluchte. Goff, hab ich dich verraten? Hast du mich verlassen? Okay. Vielleicht aber tatsächlich... War er auch einfach nur irgendwie unsterblich durch tatsächlichen Engel? War kein Vampir, sondern echt nur unsterblich? Und wurde dann hier erst von unserem Schöpfer gebissen und verwandelt. Und die hätte vorher irgendwie anders Elisabeth war unsterblich gemacht und dann hier erst zum Vampir gemacht durch diesen Biss. Oh, das ist halt sehr, sehr merkwürdig. 1712. Meine Gebete wurden erhört. Ich habe die Kraft gefunden, dem Verlangen nach Blut zu widerstehen, dem niemals endenden Hunger. Meine arme Elisabeth, wirst du mir je verzeihen? Ich habe gehört, dass du nun tötest und dich mit deinen neuen Abkommen an Blutvergießen erfreust. Oho. Vielleicht doch Blackwood und nicht Elizabeth dann, man weiß es nicht. Du bist hier das Opfer. Was habe ich getan? Ich schwöre, ich werde einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Alles, was ich dir angetan habe. Ich schwöre, ich werde nicht ruhen, bis ich weiß, wie ich das Blut des Hasses besänftigen kann. Davon sprach unser Typ hier auch immer. Oh, das ist doch jetzt nicht mehr wahr. Meine Güte, Leute. Ich gucke, ich habe bei Unfall mein Controller angeschlossen ist irgendwie und der, aber das kann nicht an, das kann nicht sein. Nein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist egal. 1785. Die Bruderschaft von St. Paulus Stola hat endlich zugestimmt, sich in London mit mir zu treffen. Es ist ein Treffen der neuen St. Paul in der neuen St. Paul Cathedral vorgeschlagen. Der Geist und die Ernsthaftigkeit dieser Männer gefallen mir. Wie symbolisch, den Ort zu wählen, an dem ich dieses Desaster besiegt habe. Und an dem ich gefallen bin. Ich habe ihrem Vorschlag zugestimmt. Dort, in der heiligen Stille der Kirche und unter den Augen Goffes, hörten sie mir respektvoll zu. Sie räumten meinen Sieg über diese böse Kreatur namens Duus Astro ein. Das einzige Verlangen dieser Sternenfresserin bestand darin, Tod und Pestilenz zu verbreiten. Da sie anerkannten, dass ich London 1666 retten wollte, durfte ich mein innerstes Anliegen vortragen, das Blut des Hasses aufzuhalten. Ihr Primas versprach mir eine Antwort. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, aber aus einer anderen Perspektive kann das sein. Es kommt mir sehr bekannt vor gerade irgendwie. Diese bestand nur aus einem Namen. Die Tränen der Engel. Ihm zufolge vermag dieses uralte Rezept alles zu heilen. Es kann jede in die Finsternis erglittene Seele läutern und mein Blut reinigen. Gepriesen sei der Herr. Seit über 100 Jahren bin ich auf der Suche nach einem Heilmittel für das Blut des Hasses. Aber jetzt habe ich es vielleicht gefunden. Bald wird die Wut ein Ende haben. Bald kann ich das von mir begangene Unrecht wieder gut machen und meine Fehler berichtigen. Jetzt muss ich nur noch die nötigen Zutaten für den Trank beschaffen, um ihn zubereiten zu können. Blut aus dem reinsten Herzen, gemischt mit dem Blut eines Königs. Solch seltene Zutaten zu finden, bereitet mir nicht die größte Sorge, denn die Zeit arbeitet für mich. Der letzte Teil ängstigt mich jedoch. Reine Knoblauchessenz. Ich fürchte, dass es wortwörtlich höllisch schmerzen wird, wenn ich das Gegenmittel trinke. Aber wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss, um meine Seele zu läutern und meine Fehler zu korrigieren, bin ich willens, diesen qualvollen Schmerz zu ertragen. Ah, das klingt doch echt danach, dass ich schon mal gelesen habe.
1786. Endlich habe ich alle Zutaten beisammen, um die Tränen der Engel zu brauen. Blut aus dem reinsten Herzen, Blut eines Königs und Knoblauchessenz. Nach Monaten der Ungeduld, in denen ich vor Hunger beinahe wahnsinnig wurde und unentwegt verwartete, traute sich Elisabeth endlich wieder Verhalten zu mir. So, das ist, ja. Nicht das Verhalten. Wie ich es ihr versprochen hatte, hatte ich mich angekettet, damit ich sie auf keinen Fall erneut angreifen würde. Zuerst erkannte ich meine liebliche Tochter nicht, weil sie nun Lady Blackwood war. Die schreckliche Herrin der Finsternis, die sich am Töten und Blutvergießen in Frankreich erfreute. Sie grinste, als ich sie weinend um Entschuldigung für das alles bat. Oh Leute, das nervt mich! Was ich ihr angetan hatte. Sie schrie mich an, als sie zu erklären versuchte, dass mein Biss sie mit dem Blut des Hasses infiziert hatte, das nun in ihren Adern und ihrer Seele loderte. Ich berichtete ihr, dass ich eine Heilungsmöglichkeit entdeckt habe und mir die Herstellung einer Ampulle des Gegenmittels gelungen war. Ich überreichte sie ihr, um ihr ihr voriges, friedliches Leben zurückzugeben. Im Gegenzug bat ich sie nur, sich um mich zu kümmern, weil ich, zur Not gefesselt, in meinem Grab eingeschlossen bleiben wollte, um mich nicht an irgendwelchen Sterblichen oder Unsterblichen zu laben. Widerstrebend nahm sie die Tränen der Engel an sich und ging. Hoffentlich sehe ich sie bald wieder, geheilt und mit sich im Reinen, na klar. Okay, wenn das dann doch jetzt zu Lady Ashbury wurde, dann wahrscheinlich durch das Blut, was sie getrunken hat, diese Reinigung, wurde sie nicht geheilt, sondern eben dazu verdammt, dass sie jetzt nur noch unreine Skulls erschaffen kann. Oder die Epidemie, je nachdem. 1794. Sie ist endlich zu mir zurückgekehrt. Geheilt, gesund und fröhlich. Okay. Zu früh gefreut. Meine Elizabeth, sie erzählte mir, dass das Gegenmittel vor etwa einem Jahr Frankreich angenommen hatte. Nachdem sie ein von Blut des Hasses verursachtes Massaker an einem ganzen Waisenhaus mit angesehen hatte und sich selbst daran beteiligte. Damals sei Lady Blackwood gestorben, sagte sie mir. Sie versprach, sich von nun an um mich zu kümmern, um nicht... Punkt. Um mehr bitte ich nicht, während ich Buße für all diese Seelen tue, die meiner mehr Jahrhunderte der Fahrlässigkeit verschuldet hat. Das ist langsam echt anstrengend. 1795. Meine liebste Tochter besuchte mich letzte Woche wieder, um mir die frohe Kunde zu überbringen. Sie hat vor kurzem ein Schloss in Schottland erworben. Schon bald wird sie die Schlosskrypta renovieren lassen. Sie soll mein neuer Rückzugsort werden, weit weg von den Versuchungen und den lauten, überfüllten Städten. Ich kann die Abgeschiedenheit kaum erwarten, um den Frieden zu finden, den ich benötige, um nicht zu töten. Gott, bitte gib mir die Kraft, auf der Reise von London zu meinem neuen Domizil allen Verlangen zu widerstehen. Vor meiner Abreise werde ich eine Abschrift dieser Memoiren der Bruderschaft von St. Paulus Stola übergeben, aber natürlich lasse ich die schändlichsten und sensibelsten Stellen fort. Bald werde ich London verlassen, um Buße zu tun. Dort werde ich mit Unterstützung meiner zurückgekehrten Elisabeth endlich in Frieden ruhen. Fertig! Also ist unsere Elisabeth dann tatsächlich Lady Ashbury und Tochter von John Marshall, indirekte Tochter vom Blutfürst, die Heini, der auch mich zum Vampir gemacht hat. Und überhaupt und sowieso sehr viele interessante Fakten und Infos in diesem doch viel zu langen Dingens. Und dieser gute Vampir, glaubt echt, er wurde von Gott irgendwie gebissen oder erschaffen oder erwählt, was ja gar nicht stimmt. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this, really him? Yes. This is William Marshall.
first Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Yeah. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Bis was? Aber okay. Das meiste habe ich schon rausgekriegt eben gerade. Lustig ist aber, dass er ein Kreuz trägt und das ihn offenbar nicht irgendwie verbrennt, keine Ahnung was. Hat echt wohl was mit innerer Einstellung zu tun dann. Und nicht mit irgendwelchen göttlichen Kräften. Where are we? What is this place? This is the Ashbury Estate. I inherited the title when I purchased the castle. Okay. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Warum ist denn unwell? Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Okay. Ich will wieder ein ganz kurzes Gespräch, glaube ich. Also, wenn ich mir im Text nicht gerade gelesen habe, dass ihr mir überhaupt keine Fragen beantworten. Ich sehe es doch schon kommen. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes. To end it, once and for all. Also jetzt ein Vater oder was? Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. Das Lustige ist aber, sie ist nicht nur älter, sondern auch wahrscheinlich viel stärker als Lord Redgrave und der Rest der Vampire, weil sie ja offenbar direkte Abstammung von ihm hier ist. Ne? I have destroyed the disaster. This creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Nun sei mal nicht so. Stimmt ja, sie wurde gar nicht gebissen. Sie hatte nicht gebissen, sie hatte bloß das Blut übertragen. So gesehen kann sie aber doch vernünftige, normale Vampire schaffen und keine Skulls. Ah, wer weiß. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich habe nur vergessen, was. Na, egal. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. Aber du bist ja nicht geheilt worden irgendwie. He gave you the antidote. Also, du bist nicht mehr so hasserfüllt, aber nicht Vampir. So, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. Sieht nicht so aus. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Was ich nur komisch finde, wenn sie ja seine Tochter ist quasi, dann hätte sie doch von Anfang an wissen müssen, dass ein gewisser Lord Redgrave das nicht ist, der Sohn von War Marshall. Das hätte sie doch von ihm gewusst, oder was?
Aber dafür, dass sie jetzt bei Nachforschung erst einstellen müssen, ist auch komisch. Na gut, vielleicht kann man sich auch nicht wissen, was er alles erschaffen hat, aber trotzdem. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon, who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. Okay. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Ah ja, Blutengel halt, ne? Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. Okay. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Das hätte mich eh gewundert, wenn du es nicht gemacht hast, aber naja, gut. William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. Das hab ich auch schon gelesen, Mensch. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Ah, aber bist du aber noch ein Vampir? Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. Ich weiß es ja sowieso schon. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. Ich weiß es ja sowieso schon, daher ist mir das egal. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Okay. Why did he choose you? You should ask him that. Oh, kann ich ihn auch noch ansprechen, ja? Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. Gute Sache. Das ist aber noch ein guter Elternteil. Heutzutage gibt's sowas gar nicht mehr. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. Hey. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Okay. Eieieiei. Okay, ich habe doch einige Sachen rausbekommen, die ich jetzt im Text gelesen habe, also. Naja. Gut sieht's da aus. Yes, Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be.
I think your hearing is fine, sir. What is it you want, then? Ja, wollte mich beißen. Ich habe das Gefühl, er hat die Stimme von Lord Redgrave nur ein bisschen kaputter gesprochen. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Weiß ich doch schon. Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. Okay. King Richard and Boadicea. How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. Mm-hmm. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. Okay. Habe ich ja alles schon gelesen, muss ich, wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen doof, aber naja. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Ja, durchaus. Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. Ja, ich hatte ja das gleiche Gegenmittel wie du, fällt mir gerade so ein. Daher kann ich das ja schon. Tja. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. Fällt mir ein, unser Erschaffer wollte sie doch noch verabschieden von seinen beiden Söhnen. War er schon hier? Weil da muss Lady Ashton ihn auch gesehen haben. Oder noch cooler wäre es, wenn er jetzt nochmal auftauchen würde und ihm Tschüss sagt, wenn ich dabei bin. Das hätte ich ganz gerne. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. Das funktionierte vor mir aber doch sehr. Ich meine, gut, ich habe sie auch mit körperlichen Angriffen kaputt gemacht, so ist ja nicht, aber naja. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Okay. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. Du bist doch auch einer. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. Aber I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Aber ich glaube, der ist ein bisschen dement oder einfach nur selbstverleugnet, ich weiß es nicht. Where did you encounter Und er erzählt Quatsch. The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and godforsaken place full of ghosts and pestilence. Ich glaube, er weiß gar nicht, was Vampire sind, oder er macht noch was ganz anderes, was für quasi für einen Teil 2 übrig lässt, aber ich bin ein Vampir, ein Eckhorn und Skulls sind also. Wir haben ja irgendwie schon Zähne und Klauen, aber nicht so, weiß auch nicht. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? What of her? Aber es klingt so, als wenn er sie gar nicht kennt. Das war der Dämon, den du besiegt hast, oder was? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Ist Morrigan nicht die rote Königin? Klar, sie das. Der Dämon, der sie. Von der schwärmt er, aber besiegt hat, ist sehr merkwürdig.
Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Okay. Do you remember Murden, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. Nein. Murden, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, er war immer schon Vampir, ihm war es, er wollte sie wahrhaben. Und das Blut des Hasses hat er vielleicht gar nicht richtig gehabt, sondern ist dazu geworden, weil er Menschen getrunken hat. Und letztendlich ist er dann einfach böse geworden. Tell me about Elizabeth. Oh, wie lange dauert das noch hier? Fuck. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Und da hat sie gebissen, das weiß ich schon. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always love to sleep there while listening to the bell above. Okay. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Weiß ich alles schon. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. Gut gemacht. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. So. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Auch das weiß ich alles schon. Ja, hätte echt nicht lesen sollen vorhin. Es hat mir eine halbe Stunde gekostet, jetzt wird es doch nochmal erzählt. Na, was soll's. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done. And how I fail. Ja, ganz schön krass hast du gefailt. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. Okay. You agree to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. Okay. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk. And do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now.
I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Gott, reicht mir. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death. Jonathan, wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve the centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this. I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Ja, und dann war's wieder schwarz. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Danke nochmal für den Input. Echt schade, dass er nicht auch nochmal da gewesen ist jetzt hier in dem Gespräch. Nun ja, liebe Leute, das war's dann endlich mit Vampyr. Ein richtig geiles Spiel mit ein, zwei kleinen Bugs, aber die waren nicht weiter dramatisch gewesen. Aber, irgendwie ist trotzdem noch, auch wenn ich gerade gar nicht spontan weiß, was, aber ich bin immer noch sicher, ich habe einige Fragen, die nicht beantwortet wurden. Genau, zum Beispiel, Lady Ashbury alias Blackwood war in Frankreich, das heißt, sie ist übers Wasser gekommen. Damals gab es doch keinen Eurotunnel, also ganz eindeutig. Tja, aber wieso sollte dann der Sarg, in dem offenbar ihr Vater William Marshall drin war, nehme ich an,
nicht über Fluss, Wasser und keine Ahnung was transportiert werden. So Dracula-mäßig. Also das ist jetzt eine kleine Sache, die vielleicht einfach nur eine stilistische Sache ist. Ich habe keine Ahnung, aber ja, das dazu. Was für Fragen habe ich noch? Wieso Michael, wieso Michael und nicht Merlin, Myrden bei John Marshall? Quatsch, William Marshall. William, John, ja. Auch ein bisschen merkwürdig, dass er mal an diesen Gottbla glaubte. Und ich meine, mir hat unser guter Erschaffer gesagt, genau wer was ist, dass die Rote Königin die Göttin ist, die ihn erschaffen hat und er hat mich erschaffen und keine Ahnung was. Offenbar hat er das dem guten Marshall nicht gesagt oder aber jetzt verdrängt oder vergessen oder verklärt, weil er eine komische, religiös beeinflusste Denkweise hatte. Ich weiß es nicht, aber an für sich hat er jetzt eigentlich überhaupt gesagt, dass er erschaffen wurde von Myrden? Hat er, ne? Der Name wurde erwähnt. Habe ich gerade... Oh, kurzer Gedächtnis. Egal, jedenfalls so richtig über Myrden gesprochen haben wir nicht. Was auch merkwürdig ist. Naja. Und nun ist er tot, was irgendwie auch nichts bringt, denn letztendlich ist er sowieso da gefangen gewesen. Also warum sie ihn umbringt, weiß ich auch nicht genau. Gut, er ist nur ein Schatten seiner selbst. Es war bestimmt eine Erlösung für ihn, davon abgesehen, aber... Der Grund, dass sie jetzt die Epidemie ausgelöst hat, war ja eigentlich ihre Motivation auch, ihn umzubringen jetzt gerade. So habe ich es verstanden und das ist ein bisschen merkwürdig, weil das gibt keinen Sinn für mich. Weil letztendlich das Blut in ihr weiterlebt und deswegen wollte sie sich auch umbringen. Genau, sie ist nicht, sie wollte sich auch umbringen. Ah, das war's nämlich. Sie wollte alles, was mit dem Blut des Hasses zu tun hat, ausrotten. Oh, dann passt das wieder, okay. Egal. Tja, ansonsten... Ich habe doch auch das Blut... das sie geheilt hat. Aber wahrscheinlich war es bei mir halt kein Heilmittel gegen Vampirismus, sondern eben nur zur Prävention des Blut des Hasses Ansteckungszeug, ne? Ganz klar. Logisch. Was ihn ja erfasst hat. Und dann auch dann Elisabeth irgendwann mal. Aber dann wiederum hat er gegen mehrere Kreaturen gekämpft. 666 und da war er noch davor auch noch was gewesen, hat er geschrieben. Im Tagebuch da, in den Aufzeichnungen. Sehr merkwürdig. Aber er schien auf jeden Fall sehr romantisch verklärt zu sein. So richtige Antworten bezüglich der ganzen Mythologie habe ich von ihm nicht bekommen. Vor allem, er ist da auch ein Vampir. Ich verstehe nicht, warum er sagt, Vampire sind doof und pfui. Aber selbst ist er auch einer. Schon merkwürdig. Naja. So, und die gute... Old Richard wird sich um uns kümmern jetzt, das ist auch ganz nett. Also, sagt er, ob sie es macht, weiß man noch nicht, ne? Mal schauen. Aber die versuchen echt jetzt eine Heilung zu finden, um keine Vampire mehr zu sein, was ich ein bisschen komisch finde. Ich meine, geht doch eigentlich ganz gut. Rattenblut trinken, fertig, aus. Wo ist le Problem? Zumal er irgendwann wieder mal bestimmt gegen die Rote Königin kämpfen muss. Aber ein Teil 2 erwarte ich aufgrund des Endes jetzt nicht. Und das ist, wie ich weiß, auch das Beste von 4 Enden. Zumindest wird es als das beste Ende gehandhabt. Von Seiten der Entwickler. Und das ist es wahrscheinlich auch, wenn man eben aufgrund dieser typischen, klassischen, langweiligen Einstellung von wegen Gut und Böse agiert. Dann ist das dann das beste Ende. Weil halt irgendwie alles lebt. Oh Mann, aber irgendwie... Ich finde schon, dass es ein befriedigendes Ende war, irgendwie, aber ich fühle mich trotzdem noch irgendwie mit vielen Fragen zurückgelassen. Wie gesagt, ich kann die gar nicht benennen gerade aktuell. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf, das Spiel nochmal auf der Nintendo Switch zu spielen, wenn es im nächsten Jahr wahrscheinlich rauskommt. Angekündigt wurde es ja, um da diverse Entscheidungen nochmal anders zu machen. Und um vielleicht doch das eine oder andere Tropfen Blut mehr von meinen Gegnern zu trinken und auch mal ein paar Leute auszusaugen. Und dann nochmal das böse Ende zu haben. Ja, das ist auch voll gut. Ja, ansonsten kann man nur sagen, vielen Dank fürs Zugucken, wie immer. Ja. Lasst doch ein Däumchen nach oben da. Lasst doch ein Abo da, wenn euch danach ist. Und ja, ne?
War echt ein geiles Spiel. So ganz klar einer meiner favorisierten Titel 2018. Wird auf jeden Fall auf meine Game of the Year Liste kommen. Und zwar wahrscheinlich aktuell ziemlich weit oben. Da Super Smash Bros. Ultimate und Darksiders 3 noch nicht gespielt wurden von mir, dann auch nicht rausgekommen, ist das hier erstmal Platz 1 dieses Jahr für mich, ganz klar. Ja, einfach abgesehen, also es ist schon toll. Ist so ein bisschen wie nicht das Prey von 2018, weil Prey fand ich auch damals sehr super. Und es wurde irgendwie bei Game of the Year Nominierung und sowas irgendwie ziemlich stiefmütterlich behandelt, leider. Ich glaube, es war auch gar nicht mal so gut, was Verkaufszahlen angeht. Während Vampir ja wohl den Meldungen der Entwickler nach durchaus gute Verkaufszahlen, also für die auf jeden Fall, erreicht hat. Ah ja, es ist sehr zufriedenstellend, finde ich gut, dass dieses Spiel entsprechend unterstützt wurde. Und außerdem, wenn ihr es noch nicht gespielt haben solltet, guckt in meine Videobeschreibung, in meine Links, kauft euch das Spiel auch für eure Wunschkonsole oder Hardware. Das ist wirklich den Cent wert, den ihr investiert, jeden Einzelnen. Das Spiel ist toll und unterstützt bitte die Entwickler. Das ist super, super, super wichtig, damit sie künftig mehr von solchen Sachen machen, weil ich fand es echt super. Wirklich toll. Auch wenn eben das Geschichten erzählen irgendwie, also einige Sachen hätte ich mir mehr gewünscht, ja. Also was geschichtlich eigentlich mir erklärt wurde. Und ich frage mich auch gerade, was der Blinde jetzt eigentlich hat. Da war ich auch nicht mehr gewesen, um ihn zu besuchen. Ob die jetzt geheilt wurde. Weil der wurde ja auch von dieser Formel irgendwie dann, oder? Es war auch eine ähnliche Formel auf jeden Fall, um die Blinden zu heilen. Mit Vampirblut, keine Ahnung was. Was ich auch komisch finde, fällt mir gerade ein, dass ich das Blut des Ritters William Marshall nutzen musste für mein Serum. Obwohl er ja ein Vampir ist oder war. Was klang es für mich so, als wenn man einfach nur das Blut eines noch älteren Ritters braucht irgendwie. Aber er war ja dann schon kein Ritter mehr, sondern einfach nur der Vampir. Apropos, warum der gute Lord Redgrave sein Blut hat, ist auch nicht klar. Und auch das wusste offenbar ja Elizabeth nicht. Die von allen, die es gibt auf dieser Welt, es hätte er doch am ehesten wissen können oder müssen. Auch ziemlich frech. Ich meine, die St. Paulus-Dola müsste auch noch viel mehr gewusst haben, als sie mir erzählt haben über ihn und seine Artgenossenschaft. Ich meine, er hat mit denen gesprochen. Was war das? 1800, 1700 so und so. Hat sich da in der St. Paulus-Kirche getroffen mit denen. Hat ihr alles erzählt. Ja gut, er hat selbst gesagt, er hat wichtige Details rausgeschnitten aus seinem Bericht. Also wahrscheinlich wussten ja nicht von Elizabeth. Auf jeden Fall wusste Swansea nichts davon. Das hätte mich überrascht, weil der hat ja wirklich nichts davon erzählt und auch nicht so getan, als wenn er irgendwie das wissen würde. Aber der gute Asche, die hat garantiert noch mehr gewusst. Immerhin ist er ein Primus. Und der wusste auch, dass sie sich getroffen haben mit ihm. Das hat er mir, glaube ich, erzählt im Gespräch. Also von dem hätte ich mir sehr viel mehr erhofft an Informationsbereitschaft. Weil der weiß bestimmt noch sehr viel mehr, als wir hier erfahren haben im Spiel. Was mich ein bisschen stört. Weil es sind so Sachen, die man halt nie rauskriegen wird, weil das nirgendwo reingebracht wurde in das Spiel. So gesehen kann man auf ein DLC hoffen, aber es wird nicht passieren, da bin ich absolut sicher, dass hier kein DLC kommt. Oder aber auf Teil 2, wobei ich da auch skeptisch bin nach dem Ende, wie gesagt. Zumal das Ende jetzt auch... Es würde darauf hinauslaufen, in Vampir 2 wahrscheinlich, dass man eben ein Heilmittel findet. Und da man eben nur in diesem Schloss ist, nach dieser eigenen Aussage, wird das ein sehr langweiliges Spiel. Ich weiß es nicht. So, liebe Leute, auf jeden Fall, wir sehen uns demnächst wieder. Ich würde sagen, hier nachbestimmen fängt dann Darksiders 3 an, mein nächster Game of the Year-Kandidat. Und dann gehabt euch bis dahin wohl. War mir eine Freude. Bis dann. Ciao.